Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es gibt wieder mit einer Baby-Challenge und wir befinden uns gerade im Creative Sim bei Familie Mondschein, denn Elsa und Crystal müssen noch umgestylt werden und damit beginnen wir jetzt direkt. Elsa ist noch zu Hause, weil die erst so spät gealtert wurde. Deswegen kümmert sie sich ja gerade noch um ihr Projekt. Ja, Melody hat gerade eigentlich nicht so viel zu tun, ne? Die ist ja auch schwanger, supi. Aber sie kann doch dann eigentlich noch weiter stricken. Weil wenn sie nichts zu tun hat, dann let's go. Nein, wir möchten keine Stipendien, danke. Nein, Salim Bilali, nein, wir wollen uns nicht treffen. Wow, Melody hat mal Zeit für eines ihrer Kinder. Hardcore, oder? Das sind Dinge, die passieren nicht so häufig. Huch, nein, ich möchte keinen Klassenkameraden haben, nein. Drew ist Einserschülerin. Oh mein Gott. Girl, bin so stolz auf dich. Yes, happy birthday to you. Ja, bitte blas diese Kerzen richtig aus, weil eigentlich müsstest du alt genug sein, um das hinzubekommen. Haha, so. Und du bist Öko-Fanatikerin. Und wir können keine neuen Kerzen nachmachen, weil die Sims schon wieder zu dumm sind, um einen Kuchen mit Kerzen anzufassen. Ja, dann bis bald, ne? Tschüss! Okay, morgen müsste er auch fertig sein und sie könnte das auch schaffen, wenn sie jetzt heute noch ihr Level in Videospielfähigkeit erreicht. Sehr cool. Dann sind wir wieder nur noch ein richtig kleiner Haushalt. I love it. Sie hat schon Level 4 erreicht. Cool, dann müssen wir uns fast gar nicht mehr um sie kümmern. Obwohl sie erst Dreier-Schülerin ist. I love it. Okay, also heute ist Liebestag, aber wir sind ja schon schwanger, deswegen interessiert uns das eigentlich nur mäßig, ne? Er existiert für uns heute einfach nicht. So, auf geht's in die Schule. Und dann werdet ihr hoffentlich alle einmal befördert, in Anführungszeichen. Gefälschten Trennungsbrief schicken? Sollen wir einfach mal machen? Irgendwie habe ich da Bock drauf. Schicken wir mal Mortimer Grusel. Finde ich lustig. Böser kleiner Brief. Melody ist vollkommen zufrieden, nachdem sie den Trennungsbrief geschrieben und abgesendet hat. Das verursachte Drama wird sicher sehr unterhaltsam sein. Wow. Melody kann schon böse sein manchmal. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, weil es kann verschiedene Outcomes haben. Bella ist total sauer auf mich. Sie hat behauptet, ich hätte einen Trennungsbrief geschickt. Mein Name war falsch geschrieben. Warum sollte ich das tun, wenn ich herausfinde, wer das war? Geil. Also Melody kann anscheinend nicht schreiben. Zweierschüler. Zweierschüler und Einserschüler. Nochmal Einserschüler. Yay. Also habe ich das richtig in Gedanken gehabt. Was? Wir müssen aber einen Kuchen machen, weil ich habe keinen mehr. Aber das kriegen wir ja ohne Probleme hin. So, dann geh mal Kerzen auspusten, Girl. Wir sind sehr ready dafür und so. Und pff, ja, und was kommt dabei raus? Wir werden sehen. So, du bist ein Hitzkopf. Okay, und dann mach bitte neue Kerzen drauf. Denn Wim hat auch Geburtstag. Und da ist er auch schon. Yay. So, und puste. Und was kommt dabei rum? Wir werden sehen. So, und er ist ein Bücherwurm. Jetzt sind wir schon nur noch drei Sims im Haushalt. Oh Gott. Wir hätten lange nicht mehr so einen kleinen Haushalt, ne? Aber es ändert sich ja bald auch schon wieder, weil wir sind schon gleich wieder im dritten Trimester. Aber ich glaube, das Kind kriegen wir als nächste Folge. True wohnt hier gar nicht mehr. Was soll denn das? Reden wie ein Pirattag. Oh, wow. Ich wette gerne mal wieder die Lotterie, weil ich es richtig lustig fände, wenn wir da mal gewinnen würden. Throwback zu an die Uni, wo Bürgermeister Schnurrhaar gewonnen hat. Ich denke, wir waren heute sehr, sehr erfolgreich. Denn es sind einige Kinder ausgezogen und wir haben Umstyling gemacht und wir haben die Fähigkeiten hochgebracht und
Ja, Melody hat sehr viele Sachen gestrickt, was ich euch, glaube ich, gar nicht so krass gezeigt habe, weil ich da immer nicht gesprochen habe. Aber ja, wir haben irgendwie 5 neue Sachen für unseren Katalog in dem Creditsum. Oh, das ist doch ziemlich cool. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!